wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reikusch mit die 2114. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich, dass wir heute hier eine ganz, ganz tolle Stadtbesichtigung gemacht haben. Ich mache eigentlich ganz oft und die Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die wissen das, eine sogenannte Free Tour. Das heißt, man zahlt erstmal keinen Eintritt oder keine Gebühr, nimmt an einer Führung durch eine Stadt teil und hinterher bezahlt man praktisch das, was man denkt, gibt also eine Art Trinkgeld. Und das ist dann der Lohn für den Stadtführer und natürlich auch fürs Marketing und alle Kosten, die da noch so mit dranhängen. Eine wunderbare Sache. Und einige Male habe ich diese Tour schon vorher abgebrochen, weil sie doch öfter stinklangweilig war, wenn ich mich so zurückerinnere. Viele haben nur langatmig über die Geschichte gesprochen. Und dann ging man 10 Meter weiter, dann ging es um das Wappen des Landes und dann ging man wenige Meter. Am Ende des Tages hat man wenig gesehen, ist auch kaum gelaufen, hat aber sehr viel Informationen bekommen. Kurz und gut, alles nicht so kurzweilig, wie man es gerne hätte. Und da war heute Claudia in Budapest wirklich eine ganz willkommene Abwechslung. Sie hat uns nur ganz kurz eine Einführung gegeben, die allerwichtigsten Details genannt und dann ging es auch schon los. Wir haben uns vor der Kathedrale getroffen und der Witz ist, diese Kathedrale, die von 3 Baumeistern errichtet worden ist, jeweils auch 3 Baustile auffasst. In dieser Kathedrale ist kein Bischof und kein Politiker beerdigt. Also damit zum Beispiel mit Politikern meine ich den König oder so, wie man das manchmal hat. Nein, es ist ein Fußballer. Die Ungarn machen manche Sachen einfach ein bisschen anders. Der hat es allerdings aus der Sicht vieler Ungarn auch verdient gehabt, weil es war ein ganz besonderer Fußballer. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, weil das soll ja kein Fußball-Podcast werden. In Budapest gibt es übrigens auch die älteste elektrische Metro der Welt. Es ist die zweitälteste überhaupt. Die Londoner waren die ersten, aber die Ungarn, die waren die ersten, die eine elektrische Metro hatten. Die wurde von Sisi und Kaiser Franz praktisch eingeweiht. Das waren die ersten Fahrgäste. Und so modern, wie Ungarn damals schon war, so ist es auch heute noch an vielen Stellen. Die Tour ging dann weiter über den Elisabethplatz. Da muss man dazu wissen, dass das so der Hangout-Platz für die junge Generation ist. Abends geht man dahin. Es ist ein wunderschöner Platz mitten in der Stadt. Es gibt da auch einen großen Brunnen und der hat einen Glasboden. Unter diesem Brunnen befindet sich eine sehr angesagte Bar, die heißt Aquarium. Aber oben in dem Brunnen gehen dann manchmal die angetrunkenen Touristen rein, weil sie denken, das Ding ist sehr viel tiefer. Es ist echt eine optische Täuschung. Und platschen dann auf den Grund, denn der Brunnen ist nur 30 cm tief. Sieht aber wirklich aus, als wäre das ein Meter. Man traut da seinen eigenen Augen kaum. Und dann ging es weiter Richtung Donau, vorbei an der Kettenbrücke, die übrigens ein sehr demokratisches Bauwerk ist. Kettenbrücke heißt sie, weil es eine Hängebrücke ist, die aus Kettengliedern besteht, die miteinander verschraubt sind. Und als sie eingeweiht wurde, musste jeder, der sie passierte, Steuern bezahlen. Egal ob Adlige, ob der König, ob Bettler, jeder musste bezahlen. Also eine sehr gleichmachende Brücke, wenn man es so möchte. An den Brückenportalen gibt es jeweils 2 Löwen, links und rechts, die die Brücke zieren. Und die Legende sagt, dass die nachts aufwachen, diese Löwen, und einen auf die andere Seite begleiten, damit man sicher in der Dunkelheit über die Donau kommt. Wie auch immer die Legende entstanden ist, es ist eine der schönsten Brücken, die ich überhaupt kenne. Es gibt dann in Budapest eines der schönsten, aber auf jeden Fall das größte Parlamentsgebäude der Welt, 1 Meter länger als Westminster, das war den Ungarn super wichtig. Und der Architekt wurde damals in einem Wettbewerb ermittelt. Es gab also einen Gewinner und einen Zweit- und einen Drittplatzierten. Und der Gewinner, der hat das Parlamentsgebäude zwar errichten dürfen, ihm war es übrigens ganz wichtig, dass da keine Schornsteine auf diesem riesigen, wunderschönen Gebäude zu sehen sind. Deswegen wird es durch ein Tunnelsystem belüftet.
sodass man eben keine Schornsteine brauchte, zumindest nicht im Parlamentsgebäude. Und das ist für so ein 100 Jahre altes Gebäude schon revolutionär. Was ich aber besonders schön finde, auch der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte aus diesem Wettbewerb für das Parlamentsgebäude, der ist ja mit einem Bau belohnt worden. Der Zweitplatzierte durfte den Justizpalast oder das Justizministerium hinter dem Parlament bauen und der Drittplatzierte das Landwirtschaftsministerium. Das wird übrigens gerade renoviert. Und für die, die die Zahlen wissen möchten, 268 Meter lang ist dieses Gebäude, 96 Meter hoch. Es darf übrigens hier in Budapest im Stadtkern nichts höher als 96 Meter sein. Wer errät, warum das der Fall ist, der bekommt eine Ansichtskarte aus Budapest. Wenn es zu viele werden, dann lasse ich das losentscheiden, wer die Karte bekommt von den Nachtzug nach Hamburg-Hörern. Übrigens ist es nicht mehr das längste Gebäude der Welt, das längste Parlamentsgebäude. Westminster hat einen Anbau bekommen und jetzt ist es wieder hier in Budapest das zweitlängste Gebäude. Direkt an der Donau. Auf der Donau fahren viele Ausflugsdampfer, das liegt noch vor uns. Entlang der Donau fährt die berühmte Straßenbahnlinie Nummer 2. Da kann man also an allen Brücken vorbei eine kleine Stadtrundfahrt machen. Es ist natürlich nur eine One-Way-Tour. Eine Rundfahrt ist es nicht. Man kann hier in Budapest in den Zoo gehen. Das haben wir auch heute noch gemacht. Und ich muss wirklich sagen, der Zoo ist echt schön gemacht. Er ist nicht schöner, kann man es einfach auch nicht vergleichen. Aber er hat schon ein paar besondere Tierarten. Einen rotfälligen Panda-Bären habe ich das erste Mal im Leben gesehen. Ich habe auch ein Nashorn das erste Mal gesehen in einem Zoo. Und auch ein Hippo das erste Mal in einem Zoo gesehen. Nilpferd, ja, witzig. Kenne wenige Zoos, die überhaupt solche Tiere haben. Jetzt kann man natürlich auch immer geteilter Meinung sein, ob Zoo noch eine gute Sache ist in der heutigen Zeit. Ich fand ihn auf jeden Fall hier in Budapest gut. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Jetzt geht's ins Budapester Nachtleben und vielleicht hören wir uns dann morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.